Okay, genau. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag hier. Genau, hier vorne steht es ja auch mit der Katha von der Vision zur innovativen LED-Lampe Made in Germany. Mit der Katha in Berührung gekommen bin ich eigentlich schon recht früh in 2008, glaube ich, mit einer der ersten Firmen, die damals mit Gerd und mit Mike in der Katha aktiv waren, über lange Jahre, glaube ich, auch echt erfolgreich. Wir haben wirklich zu der Zeit viel gelernt. Zu der Zeit war ich aber noch für die Produktion verantwortlich, jetzt seit drei Jahren für die Produktentwicklung, 2,5 Jahren im LED-Bereich. Und damals mit Mike haben wir angefangen, eigentlich, das war die Vision, die wir ins Unternehmen eingetragen haben. Wir wollen es schaffen, dass nicht wenige Leute große Schritte machen, sondern wir wollen es schaffen, dass möglichst viele Mitarbeiter im Unternehmen jeden Tag kleine Schritte machen, damit wir als Unternehmen uns im Ganzen groß voranbewegen. Und Katha heißt ja auch wiederholen. Deswegen wiederhole ich einfach auf, was für uns Katha heißt. Also Verbesserungskatha heißt für uns, wir schauen uns den Ist-Zustand immer tief genug an. Wir formulieren einen Zielzustand. Wir reden sehr oft von Zeitraum, wann wollen wir den Zielzustand erreichen. Und dann gehen wir eigentlich in schnellen, kurzen PDCA-Zyklen vom Ist- zum Zielzustand. Und damit auch nicht alle im Unternehmen kreuz und quer laufen, haben wir eigentlich einen Idealzustand auch übernommen, ein bisschen von Toyota formuliert, der da heißt, also null Fehler. Also wir treffen immer alle Entscheidungen so in die Richtung, dass wir sagen, immer Entscheidung Richtung null Fehler. Also immer Entscheidung Richtung 100% Wertschöpfung, also möglichst Verschwendung vermeiden. Immer Entscheidungen treffen, also One Piece Flow heißt für mich eigentlich kundenorientiert zu produzieren. Also was möchte der Kunde? Also immer die Entscheidung so treffen, was möchte der Kunde? Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist halt eben auch, dass wir sagen, wir wollen durch die Ausrichtung das, was wir tun, niemanden beeinträchtigen, nicht im Unternehmen und auch nicht mit unseren Produkten außerhalb. Also auch Entscheidungen immer so treffen, dass niemand geschädigt wird, weder in der Fabrik bei uns noch in der Außenwelt. Die zweite Katha, die wir machen, ist die Coaching-Katha. Das sind die 5 Fragen, haben wir heute auch alle kennengelernt, die wir auch wirklich so übernommen haben von Mike damals, die wir auch immer noch genau so stellen. Da wir aber, glaube vielleicht ein bisschen erfahrener sind, die Fragen nicht mehr so exakt stellen, sondern einfach der Ablauf ist im Kopf, wir gehen so vor. Auch wenn ich heute E-Mails schreibe, schreibe ich eigentlich immer E-Mails in genau dem Muster. Also was streben wir eigentlich an, wo bin ich, was sind die Hindernisse? Und ende auch E-Mails immer mit dem nächsten Schritt, damit man nicht einfach eine E-Mail hat als Info, sondern einfach aus einem gewissen Grund schreibe ich dir eine E-Mail und habe dann solch ein Format auch gewählt. Und jetzt wechsle ich eigentlich auf die Geschichte, die ich eigentlich heute jetzt erzählen will, nicht aus der Produktion, sondern aus der Entwicklung raus. Der Seidel GmbH und Co. KG in Marburg. Bei einigen sind wir schon ein bisschen bekannt, weil wir schon ein paar Vorträge mal gehalten haben, damals in 2008, 2009. Auf alle Fälle sind wir ein sehr altes Unternehmen, 1830 gegründet worden. Wir sind ein Familienunternehmen, wir haben 650 Mitarbeiter. Und eigentlich haben wir schon immer designorientierte Kosmetikverpackungen gemacht. Also eigentlich, Bilder kann man zeigen, also Cremetiegel für Estee Lauder, das ist immer Aluminium, Kunststoff, montiert mit Kleber. Eine Parfümflasche für Caroline Herrera, das ist außen Aluminium, innen Glas, dann machen wir einfach mal Kappe, Kragen, komplett so, und der Kosmetikkunde füllt dann das Parfüm ab. Mascara-Stifte. Hugo Boss, das ist da liefern wir mal 2 Schalen an Procter & Gamble, und die füllen dann die Flasche mit dem Parfüm in die Aluschalen rein. Und dann haben wir vor 6 Jahren unser erstes Licht gemacht. Also eigentlich haben wir Werkzeugteile genutzt von der Bosskugel und haben da unser erstes Licht erzeugt, unsere Candela. Und heute fertigen wir LED-Lampen. Seit einem Jahr, glaube ich, ganz gut erfolgreich. Und dass die LED-Lampen auch tatsächlich leuchten und kein Parfüm drin ist, da habe ich also einmal eine mitgebracht. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, funktioniert. Also ist dimmbar und geht also. Ja, dimmbar sogar. Ne? Also ja, leuchtet, ja. Ja, super. Genau. Gut, und wie kommt man jetzt von eigentlich einem Kosmetikhersteller, der Verpackung macht, Aluminium, Kunststoff und Montage, wie kommt man jetzt zu einer LED-Lampe? Und das eigentlich, also ich wusste vor 2,5 Jahren eigentlich noch gar nicht, was LED ist, war für mich komplett neu, also keine Ahnung, LED-Lampen. Und wie haben wir das geschafft? Und dann habe ich jetzt eigentlich die nächste Folie. Das ist unser Inhaber, der Andreas Ritzenhoff. Und der hat eine Vision formuliert. Und die Vision hat mich eigentlich die letzten 2,5 Jahre geleitet, das zu tun, was ich getan habe. Und die Vision heißt, die effiziente Nutzung von Ressourcen ist Umweltschutz. Wir entwickeln Lampen mit geringem Materialeinsatz, attraktiven Preisen und einer lokalen Produktion in Deutschland.
Und wie kommt jetzt ein Unternehmer, so eine Vision zu formulieren? Und das schon vor 2,5 Jahren, wo wir eigentlich überhaupt noch keinen Auftrag hatten. Und das ist eigentlich die Idee. Also die Idee war, Dr. Ritzenhoff, also wir von der Technik, wir haben gesehen, dass eigentlich LED-Lampen, die auf dem Markt waren vor 3 Jahren, ziemlich massive Kühlkörper hatten. Also man sieht hier so ein spitzgegossenes Teil. Das muss ich vorstellen, also eine LED-Lampe, oben dann ein Glas noch oben drauf, unten der Gewindegang. Und wir hatten die Idee, den massiven Kühlkörper ersetzen durch dünnes Aluminium. Also eigentlich unsere Fähigkeit zu nutzen, Material einzusparen und die Lampe komplett anders aufzubauen. Genau, und dann haben wir also einen Erstkontakt, wir sind auf der Light and Building, war vor dreieinhalb Jahren in Frankfurt. Und dann ist Dr. Ritzenhoff mit unseren Teilen über die Messe gegangen. Wir hatten noch eine zweite Idee, also wenn ich jetzt so ein Parfümflasche sehe, als Beispiel, also das ist jetzt auch von uns hergestellt, wenn ich jetzt da LED reinmachen würde, dann hätte ich auf einmal oben einen schönen Leuchter, also eigentlich eine schöne Leuchte erzeugt. Also war eigentlich die Idee, also einmal schaue, ob ich irgendwo Leuchten verkaufen kann oder jemanden finde, der Leuchten braucht, oder auch den Kühlkörper. Und dort haben wir eine Firma kennengelernt, die dann tatsächlich gesagt hat, das könnte eine Idee sein, also mit dem Aluminium könnt ihr für uns herstellen, wir wollen damit Lampen fertigen. Und dann mit diesem Elektronikhersteller kam da eigentlich immer mehr dazu. Dann sollten wir den Kühlkörper machen, dann sollten wir das Kunststoffteil machen, dann sollten wir die Montage der Lampe machen. Und dann sind wir gemeinsam mit diesem Elektronikhersteller bei einem großen Möbelhaus aus Schweden hingegangen und haben gemeinsam die Lampe angeboten. Und, aber wir haben den Auftrag nicht bekommen. Dann war also erstmal... haben wir auch da nicht bekommen. Und dann war es vor 2,5 Jahren, im März, kam genau dieses Unternehmen auf uns zu und fragte uns, wollt ihr nicht alleine diese LED-Lampen machen? Und wir hatten wirklich von Elektronik null Ahnung. Also alle im Unternehmen hatten da nie was von Elektronik gehört, eben Umformtechnik, Kunststoff und Montage. Und dieses Unternehmen hat uns dann gefragt, ob wir eine Lampe entwickeln wollen, also nicht die Kugelform, die ich eben gezeigt habe, sondern in Kerzenform. Es sollte eine Kerze sein, nicht dimmbar, und die sollte 400 Lumen haben, also ungefähr vergleichbar, 35 Watt, also 40 Watt vergleichbar. Und wie geht man jetzt nur so ein Thema an? Also eins habe ich gemacht, ich bin dann mit Dr. Ritzenhoff und noch einem Kollegen sind wir für 8 Tage nach China gegangen, hatten die Möglichkeit, also jetzt, eigentlich eine Woche später, 8 Tage mehrere Firmen in China anzuschauen und haben dann gesehen, wie in China Lampen hergestellt werden. Und dann ist da tatsächlich so, also wie viele auch kennen, ist da ein Band in der Mitte, rechts und links sitzen 25 Personen, die Lampen von Hand montieren. Das haben wir dort gesehen, auch einschlägig in allen Werken, wo wir waren. Und da haben wir gesagt, so machen wir es nicht, also wir wollen es automatisch montieren, also wir wollen die Lampen automatisch montieren, weil das auch unsere Fähigkeit ist. Also wir können Kosmetikteile vollautomatisch montieren. Weiterhin haben wir eine Clusteranalyse gemacht, also alles noch Ist-Zustand tief genug verstehen. Wir haben uns 200 LED-Lampen gekauft, die auf dem Markt verfügbar waren, haben die auseinandergesägt und haben die angeschaut, was da drin ist. Und dann sieht man hier auf dem Bild, sieht man einfach mal ein Beispiel zu einer chinesischen Lampe, die dann mit einem Glaskörper oben drauf hat, also da, wo die Lampe normal leuchtet, ist oben Glas drauf. Und das ist ganz gefährlich, wenn eine LED-Lampe Glas hat, weil wenn das Glas kaputt geht, dann ist es nicht wie bei der klassischen Glühbirne, die Lampe ist kaputt, die geht nicht mehr. Die LED-Lampe leuchtet weiter, dann hat man stromführende Teile. Also eigentlich ganz gefährlich, eine LED-Lampe mit Glas zu machen. Dann haben wir gesehen, die massiven Kühlkörper, dann von Hand verlötet, gepottet, mit vielen Kunststoffteilen, vielen Schrauben. Und alle Lampen verschieden, also überhaupt kein Standard. Jede Lampe war anders, auch in den 50 Arbeitsschritten montiert. Und alle Lampen durchgängig aus China, also auch Osram und Philips, eigentlich fertigen zu 99% ihrer Lampen alles in China. Wie sind wir dann vorgegangen? Wir haben jetzt tatsächlich in einem Klassenraum gelernt, wie man LED-Lampen baut. Also wir haben uns dann einen Raum komplett frei gemacht. Wir haben uns ein paar Elektronikgeräte aufgebaut, Messgeräte. Wir haben uns einen Brater besorgt, also den haben wir auch kennengelernt, der auch vor 8 Jahren erste LED-Lampen entwickelt hat, aber auch nach dem alten Style, also Old Style. Und haben gemeinsam im Klassenzimmer gelernt, wie man LED-Lampen baut. Also was ist die Besonderheit an LED-Lampen? Also Wärmemanagement, auch LED-Lampen werden warm, wir müssen die Wärme rausbringen. Wir mussten lernen, wie man LED-Chips platziert auf dem Board. Also das sind die kleinen Punkte, wo man dann Strom anschließt, die dann leuchten. Wir mussten lernen, wie ist die Elektronik aufgebaut, also wie ist die Leistungssteuerung der Lampe aufgebaut, die da drin ist. Und dann merkt man auch, sieht auch erstmal verwirrend aus, wenn man jetzt kein Elektroniker ist, aber man lernt auch,
dass eigentlich, wenn man dann verschiedene Lösungen vergleicht, dass sie auch alle einem Muster folgen. Also auch die ganze Elektronik ist nicht immer grundlegend verschieden, also wie ein Auto ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Man weiß, der Motor ist vorne, außer beim Tesla vielleicht nicht. Genau, beim Käfer war er hinten, aber sonst folgt man einem Muster und auch die Elektronik folgt auch gewissen Mustern. Ein Thema, das ist mir auch ganz besonders wichtig, ich habe eben angesprochen, dass wir gesagt haben, wir wollen die Lampe nicht mit einem Glasdom herstellen, um dann niemanden zu schädigen. Und da ist eigentlich ein Thema passiert, also ich habe dann gesucht, wie kann man so einen Dom herstellen für so eine LED-Lampe, weil er hat einen Hinterschnitt, also er muss ja rund sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich PET-Flaschen gibt. PET-Flaschen sind ja auch im Spitzblasverfahren hergestellt. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass der Anspitzpunkt eigentlich bei einer PET-Flasche, also eigentlich will ich eine LED-Lampe haben, die soll hier oben leuchten. Und hier oben soll kein Anspitzpunkt sein, weil da das Licht rauskommt. Und dann habe ich erlebt, auch mit japanischen Firmen, das war also ganz bewusst ein japanischer Maschinenhersteller, der eigentlich der Weltmarktführer in dem Bereich ist, da musste ich 2 Monate diskutieren, dass ich den Anspitzpunkt nicht da haben will, sondern ich wollte ihn hier haben. Und nach 2 Monaten hat er nochmal gesagt, nein, es geht nicht, ich kann nur da anspitzen. Da habe ich gesagt, wollt ihr Maschinen verkaufen? Und hat er gesagt, ja, dann gehen wir den Weg, habe ich gesagt. Und dann haben wir auch dann tatsächlich experimentiert und wir haben es geschafft. Und wir haben den Dom also genau so also im zeitlichen Anspitzverfahren hinbekommen und er ist frei von irgendwelchen Anspitzpunkten. Ne? Aber auch eine Erfahrung, wo 40 Jahre lang PET-Flaschen hergestellt und einfach dann jemand sagt, es geht nicht. Also kannst du was nicht tun. Jetzt möchte ich ein Video zeigen, das war dann die erste Lampe, also der erste Prototyp, das war die erste Kerze, die wir bei uns angemacht haben. Vielleicht können wir das Video mal abspielen. Schau mal bitte das Video. Das Video läuft. 3, muss einer was sagen? 2, 1, 0. Premiere der Sonne. Unglaublich. Cool. Da sieht man auch hier die Mannschaft. Ja, wir können auch ausmachen, also jetzt wiederholt sich gleich nochmal das Video. Aber wir haben es so gemacht, dass wir bewusst, also hier in dem Team, was wir jetzt gerade gesehen haben, waren also 5 Personen, wir haben aus jedem Fachbereich während der Zeit, wo wir gelernt haben, wie man LED-Lampen herstellt, einen Elektroniker mit dabei gehabt, einen Sondermaschinenbauer für die Automatisierungstechnik, dann mich als Projektleiter, dann den Berater, der uns geholfen hat, die Elektronik zu verstehen, und einen Produktentwickler. Das war so das Kernteam mit 5 Personen, wo wir dann gelernt haben, wie man das tut. Und dann nachher klar auch nach 2 Monaten dann die erste tatsächlich Lampe zum Brennen bekommen hat, zum Leuchten, nicht zum Brennen. Was wir zeitgleich auch gemacht haben, was einfach immer wichtig ist für alle, einfach Kompetenzen und Fähigkeiten nutzen in Menschen, die um einen rum sind. Also wir haben versucht oder haben gesehen, dass wir kommen aus Marburg, nur 50 Kilometer weg ist die Firma Leica, die Kameras herstellt. Außenrum gibt es ein Netz an vielen optischen Firmen, also Firmen, die Optik entwickeln, die Optik herstellen können und haben einfach auch dann dieses Netzwerk genutzt, um dann halt eben eine Optik zu lernen, wie man eine Optik in so einer Lampe entwickelt. Wir haben auch zeitgleich mehrere Forschungsanträge gestellt, also wir haben der Hessenagentur einen Forschungsantrag gemacht und wir haben im Bundesministerium für Umweltschutz auch einen Investitionszuschuss für die Montagelinie bekommen. Dann war es so, der Kunde hat dann gesagt, nein, also er wollte die Kerzenform nicht haben. Also ich weiß, war mal da einige Cent zu teuer. Dann haben wir, das war in dem Sommer, vor 2,25 Jahr. Und dann war exakt vor 2 Jahren, kam dann die Anfrage, das war am 31. Oktober, ob wir nicht die Birnenform, also die Kugelform herstellen und dann dimmbar. Und zu dem Zeitpunkt, wir hatten weder die Werkzeuge noch irgendeine Idee, wie die Lampe aussehen könnte. Wir hatten keinen elektronischen Treiber. Und irgendwie, wenn man zu einer Anfrage kommt, man soll 9 Monate später liefern, dann ist eigentlich so, dann glaubt das niemand. Also niemand glaubt, dass man tatsächlich schaffen kann, in 9 Monaten ein Produkt und eine Linie zu entwickeln. Dann sitzt man auch erstmal ganz schön alleine da. Also dann sitzt man in dem großen Raum, wo man eigentlich mit den Leuten arbeiten will. Man soll dann in 2 Wochen ein Angebot abgeben, wo keiner glaubt, dass man das schaffen kann. Und da habe ich dann auch den Berater angerufen und habe gesagt, hier, Martin, du musst herkommen, wir müssen sofort loslegen, wir müssen ein Angebot machen. Er kam dann auch, einen Tag später saß mal da, sagte er, Lutz, das schaffen wir nicht. Habe ich gesagt, nein, jetzt gehen wir schön in Katar, also hat die Katar von mir kennengelernt, jetzt gehen wir schön vor, was ist das Ziel, wir müssen in 2 Wochen das Angebot abgeben. Jetzt gehen wir in schnellen Schritten, was sind die Hindernisse, die arbeiten wir ab diese Woche und versuchen Anfang nächster Woche schon mal ein Zwischenangebot für uns zu erstellen. Und dann haben wir tatsächlich am 13. November, vor exakt 2 Jahren,
einen Auftrag bekommen von dem Möbelhaus, ab dem August später 6 Millionen Lampen auszuliefern. Also, eigentlich unvorstellbar, aber es hat, also hat gepasst. Also, und was ich dann als erstes gemacht habe, ich habe dann, das war eigentlich meine Basis, einen Zeitplan gemacht. Ich habe den Zeitplan so strukturiert, dass ich den nach A, B, also Labormuster, ich wollte 4 Wochen später bei dem Kunden Labormuster vorstellen. Ich wollte im Januar A-Muster erzeugen. B-Muster sind die Muster, die an DEKRA und SEMCO geprüft werden. C-Muster sind Muster, die in der Linie abgestimmt werden. Und D-Muster sind dann die finalen First Delivery Inspection, also die erste Auslieferungsinspektion des Kunden. Und dieser Zeitplan war eigentlich nur dieses Bild und der Zeitplan, das war der Anfang. Also wir haben gesagt, wir müssen die Muster machen und wir haben eine Idee, wie die Lampe aussehen könnte. Wir haben das Team wieder zusammengeholt und jetzt will ich gar nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber einfach nur beschreiben, also hier sieht man auch die Person, es ist immer blöd, so Coaching-Fotos zu machen. Die Coachings sind ganz gut, dann sagt man, ich will jetzt ein Foto machen, dann ist auf einmal alles ganz komisch. Ich habe nur den einen, der Jörg Rache, der schreibt gerade seine nächsten Schritte auf. Von hinten fotografiert, da ist er wirklich am Arbeiten, alles andere ist eher gestellt, weil die Menschen dann, wenn ich dann sage, ich mache ein Foto, eigentlich immer gestellt wirkt. Und wir haben so gemacht, dass, also mein Büro ist auch zusammen mit dem Martin Decker, wir haben einen Großraum, also nennen wir es bei uns, wir haben einen Besprechungsraum, immer Tür ist offen, also die Menschen können zu uns reinkommen. Wir haben auch in unserem Büro Tafeln aufgebaut, auf der einen Tafel hängt der Zielzustand, also was wir als Produkt anstreben, wo wir sein wollen. Und dann machen wir in der Woche, zweimal in der Woche Coachings, Dienstags und Donnerstags, wo dann die Gruppenmitglieder mit dabei sind. Und dann hat jeder aus der Gruppe hat einen Teil der Tafel, der ihm gehört. Und dann wird also eine Coaching-Runde gemacht, wo wir sagen, wo wollen wir sein mit den Produkten, wo sind wir aktuell. Und wir schreiben immer nächste Schritte auf und immer von Dienstags bis Donnerstags müssen dann die Schritte abgearbeitet werden. Und dann berichtet man wieder, reflektieren, was habe ich aus dem Schritt gelernt, was sind meine nächsten Hindernisse, was sind meine nächsten Schritte. Und wenn man so ein Projekt hat, also mit einer Zeit, also in 9 Monaten ein Produkt zu entwickeln und eine Linie zu entwickeln, dann ist eben das auch viel Psychologie, einfach Menschen die Richtung immer wieder vorzugeben. Und es sind auch viele Leute, die einfach zweifeln. Auch im Unternehmen sind dann viele, die das nicht glauben, dass man sowas schaffen kann. Und dann muss man die Leute immer wieder einfangen, muss sagen, hier, wir wissen, es gibt viele Hindernisse, die uns abhalten, das Ziel zu erreichen. Ich kann bis hierhin sehen, lass uns ein Hindernis auswählen und lass uns für dieses Hindernis einen nächsten Schritt formulieren. Das ist eigentlich das wesentliche Bild, was ich so mitgenommen habe in der Führung, einfach den Menschen zu helfen, nicht sich verrückt machen zu lassen aus allen Hindernissen, sondern eins auszuwählen und dort einen nächsten Schritt zu formulieren. Gut, das haben wir aufgebaut, das ist entstanden, das ist die Lampe. Ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie die Lampe aufgebaut wird. Also wir haben ein Kunststoffteil, da kommt ein Aluminiumteil rein, wird also einfach nur eingeklickt. Dann kommt der Elektronik, der Treiber, wird in die Führung eingesetzt. Das obere Aluminiumteil kommt auf die Lampe. Wir haben die LED-Board. Wir haben die Optik. Und dann kommt Basecap wird aufgeschraubt, ist unten Kontakt. Der wird dann nachher noch gekrimmt. Der Dom wird mit dem Click-Fit-Verfahren aufgesetzt und die Lampe ist fertig. Ja. Genau, also da gehe ich mal drüber. Also wir haben einen Baukasten aufgebaut auch. Das ist auch so das Design, was wir entwickelt haben mit dem Lampendesign, ist so, dass das eigentlich jetzt schon 2,5 Jahre alt ist. Und ist immer noch aktuell. Also wir haben uns eigentlich die Gedanken gemacht, wie könnte die Lampe aussehen. Also sieht aus wie eine normale Glühbirne, aber es funktioniert. Und wir haben das auch die Aufträge für nächstes Jahr mit dem exakten gleichen Design. Also es hat funktioniert. Unsere Wandlungsfähigkeit in der Standardisierung, die Plattform, die wir aufgebaut haben, hat funktioniert. Und wir haben für nächstes Jahr schon wieder das gleiche Gehäuse, was wir nutzen können. Also ganz wesentliche Voraussetzung auch für die automatische Montage. Genau. Dann gibt es auf YouTube gibt's ein Video, was die Story auch beschreibt von Carus und der Lampenherstellung. Vielleicht können wir ganz kurz mal reingehen in das Video. Glühlampe war gestern. LED ist heute.
Äußerlich sind viele LED-Leuchtmittel den Glühlampen zwar noch ähnlich, aber sie verbrauchen nur ungefähr ein Zehntel der Energie. Im Vergleich zu Energiesparlampen liefern LEDs sofort nach dem Einschalten maximale Helligkeit und verfügen über eine längere Lebensdauer. Der Markt für die innovativen Leuchtmittel ist riesig. Und die Kunden entdecken überhaupt erst die Anwendungen, die die leuchtenden Halbleiter ermöglichen. Lampe dimmen per App? Kein Problem. Und fängt das Smartphone ganz spezielle Stimmungen ein? Mal ein Stück weitergehen, vielleicht finden wir gerade die Montagelinie. Vielleicht noch mal ein Stück. Erzeugen in Zukunft App-Gespräche. Das sieht man den massiven Kühlkörper. Aufbau der Lampen bisher keine industrielle Fertigung. Ja, genau. Gut. In der Entwicklungsabteilung des mittelständischen Marburger Unternehmens entwerfen Ingenieure. Das kann man ja im Nachgang auch dann, kann jeder vielleicht selber einfach mal schauen, ist dann von unter Carus zu finden. Da kann man auch die Montagelinie sehen, auch die Story, die ich heute erzählt habe, noch mal nachsehen. Eins noch zum Schluss, also wir sind jetzt so, dass wir als Carus 8 Millionen Lampen herstellen pro Jahr. Wir machen im Moment sind wir bei 35.000 Lampen am Tag, bis 40.000 Lampen am Tag, die wir machen. Wir haben ein eigenes Testlabor, Prüflabor, alles aufgebaut und stellen uns jetzt der nächsten Herausforderung, tatsächlich, wie in dem Video auch gezeigt, in die Lampe Intelligenz reinzubringen. Also sind wir auch gerade dabei, die Lampe so zu machen, dass wir dann nachher keinen Wanddimmer mehr brauchen, auch ohne App. Also ist auch eine coole Story, wo wir dann im Prinzip dann einfach auch die Wanddimmer, die man teuer kaufen muss, um eine Lampe runterzudimmen, nicht mehr braucht, sondern alles über die Lampe machen kann. Wir bringen Farbe rein, also ist auch ganz wichtig, einfach so ein Thema, wenn man, wie wir, oft am PC arbeiten, also sehr hell bestrahlt werden, dass wir eigentlich abends eher gemütliches Licht haben wollen, eher rötliches Licht, eher ins Rot gehende, also wie Sonnenuntergang. Da sind wir dabei, eine Warm-by-Dim-Lampe im Moment marktfähig zu machen. Und wie in dem Video gezeigt wurde, natürlich auch, wir müssen uns der Zukunft stellen, auch Funksysteme in die Lampe reinbringen, dass man die Lampe auch mit einer App steuern kann. Wobei ich aber sage, wenn ich jetzt Licht ausmachen will, ich muss dann erstmal das Handy holen, muss die Nummer eingeben, muss die App starten, muss dann ausmachen. Also funktioniert nicht. Also ist dann auch eine Illusion, mit dem Smartphone Lampen an- und auszumachen, wird man nicht machen. Aber man kann Farben mischen, tolle Sachen damit machen und von daher werden wir da das als nächste Herausforderung bei uns im Unternehmen angehen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Lutz, vielen, vielen Dank. Also wer jetzt noch nicht gemerkt hat, wie mächtig Qatar sein kann. Also das, was du alles beschrieben hast, das ist gelaufen in zweieinhalb Jahren, oder? Zwei Jahre. Aus was ist eine LED-Leuchte auf, wir mischen komplett auf und haben Produkte draußen. Genial. Und eine Sache, die mir ganz wichtig erscheint, ist, das hast du auch betont, du hast nicht nur gecoacht, sondern du hast auch geführt. Ich glaube, das ist die andere Seite der Münze, die ist auch ganz wichtig. Wenn die Mitarbeiter zweifeln, dass irgendeine Führungskraft dasteht mit einer Vision, eine klare Vision im Kopf, die dann auch, und das glaube ich, war auch ganz deutlich, auch dass das sehr wichtig ist. Und immer am Umkippen ist, auch Zeitpläne einzuhalten. Ja, also, viele wollen verschieben, sage ich, nein, der Zeitplan bleibt bestehen, lass uns die Hindernisse Lutz, einfach rein. Vielen Dank. So, wir haben noch, wie viel? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten noch, gut. Also darf ich noch ganz kurz nach vorne beten, DB Regio und Roto Frank. Lutz, bitte nicht so weit weggehen für die Fragen, die mit Sicherheit noch kommen. Und ja, Sie können dann schon, bis die Herren vorne sind, schon mal Fragen vorbereiten und auch schon stellen. 5 Minuten, sagt Konstantin. Gut, Professor May. Okay. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil in der Pause sind die Herren dann auch vielleicht draußen, oder? Ist es meine Wahrgebung, dass jetzt... Haben wir einen? Achso, Entschuldigung, was war meine Wahrgebung? Genau. Okay. Lutz Tückmantel nochmal. Herr Engel, was würden Sie jemandem sagen, der Ihnen sagt, seien Sie doch mal realistisch? Was? Ja, ich kriege das oft zu hören, das schaffen wir nicht. Seien Sie doch mal realistisch. Also meine Antwort ist immer, ich bin kein Realist, weil sonst kommt man ja nicht an die Vision dran. Aber wie wäre Ihre Antwort? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, das ist noch nicht. Seien Sie realistisch. Gute Antwort.
Ich bin eher Optimist, also nicht Realist, eher Optimist. Also Optimist und versuche auch die Stimmung weiterzugeben an die Mitarbeiter. Also nicht da Trübsal zu blasen und zu sagen, wir schaffen es nicht, sondern eher optimistisch die Menschen nach vorne zu bringen und auch strukturiert, einfach strukturiert vorzugehen, ohne da. Gut, manchmal muss ich auch mal zurückziehen, einfach mal ganz was anderes sich unterhalten, aber ansonsten einen strukturiert vorzugehen. Und eher optimistisch, also ich bin eher der Optimist. Ja, Mike. Lutz, vielen Dank, das war ja wirklich klasse. Wie bei den Fotos, bei dem Coaching, ja, man sieht zwei Leute und ein Board, ja, und eigentlich ist das Leben, was man fotografieren will, nicht mehr im Bild. Lutz und Ralf Richter, es sind ein paar Leute, es waren 5 Firmen, die bei der Forschung mitgemacht haben. Seidel war eine von den Firmen. Lutz macht länger als andere Kata, übt, denkt. Er versteht die Frage nicht, Lutz, die du gerade gestellt hast. Und das ist, wo wir hinwollen. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir machen eine Pause, oder? Also nochmal vielen, das ist, lass mal sitzen, lass mal wirken. Ja. Vielen, vielen Dank an alle 4 Herren. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.